Carbureters and Conditionary. Willkommen auf der Comdex 2013 mit dem brandneuen Asus Vivo PC hier ausgestellt. Wir sehen können, das ist eine wunderschöne Metallbox mit einem recht schweren Gewicht. Das Ganze ist nämlich hier schön aus Metall gebaut. Wir haben hier oben vorne eine kleine Stabs-LED, die uns zeigt, dass die Festplatte gebraucht ist. Wir haben hier Sonic Master Sound mit dabei und hinten natürlich viele Anschlüsse, damit wir das hier gut benutzen können. Ich halte es mal so, dass das Licht ein bisschen auffällt. USB 2.0, 3.0, entsprechend verschiedene Kopfhörer und Soundbar anschließen, Netzwerk, WGA, HDMI, SPDIF und wir können sogar locken und anlocken. Was Kensington angeht, denke ich mal, beziehungsweise ich glaube, man kann die Oberseite, nee, kann man nicht abmachen. Und auf jeden Fall natürlich noch einen SD-Kartenleser und einen An- und Ausschalter leider hinten, nicht halt hier oben oder vorne und Strom. An und der Seite ganze Plastik natürlich und außen drumherum kommt ja auch immer schön Luft dran. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das hier aufklappen kann, aber das ist nur ein Mockup. Und ja, viel können wir zu dem Asus Vivo PC noch nicht erzählen, außer dass es wirklich eine schicke kleine Box ist, zu der es auch eine praktische kleine Maus geben wird, eine Vivo-Maus. Einfach uns alle Videos anschauen hier von der Comdex 2013. Das war der allererste Eindruck hier von dem Asus Vivo PC. Wenn ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal.